Hallo liebe Keulen Gartenfreunde und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Auf diesem Kanal lade ich in regelmäßigen Abständen Videos zu den Themen Koi, Garten und Aquaponik hoch. Falls euch eines dieser Themen interessiert, dann könnt ihr den Kanal gerne abonnieren. Und falls ihr keine Videos mehr von mir verpassen wollt, dann könnt ihr mir gerne eine Glocke geben. Dann bekommt ihr eine Benachrichtigung, wenn ich ein neues Video hochgeladen habe. So, im heutigen Video möchte ich euch kurz eine Info geben, wie es mit der Nachzucht 2018 bei mir dieses Jahr aussieht. Eigentlich habe ich gedacht, ich mache dazu mehrere einzelne Videos, da es jetzt schon ein paar Tage her ist, dass die Koi abgeleicht haben. Ich habe jetzt aber gedacht, ich fasse einfach alles zusammen und erzähle euch das jetzt Stück für Stück. Heute war es nun wieder soweit. Meine Koi haben abgeleicht. Eigentlich wollte ich dieses Jahr ja nicht großartig züchten, jedoch die Koi auf jeden Fall ableichen lassen. Dementsprechend habe ich die Temperatur jetzt über die letzten Tage ein bisschen erhöht und Laichbürsten in den Teich gegeben. Eigentlich wollte ich, dass die Koi dann am Wochenende ableichen. Jetzt ist mittlerweile Montag und sie haben es dann heute gemacht. Ja, im Prinzip werde ich jetzt die Laichbürsten aus dem Teich herausnehmen und werde sie an einen Bekannten weitergeben, der dann die Fische aufziehen wird. So, hier seht ihr die Laichbürsten im Teich. Leider konnte ich die Bürsten nicht direkt nach dem Ableichen entnehmen. Und die Koi haben jetzt dementsprechend schon angefangen, den Laich zu fressen. Daher nehme ich jetzt so schnell wie möglich die Bürsten raus und tue sie hier in diesem Behälter zwischenlagern und dann eben, wie gesagt, an einen Bekannten weitergeben. Hier seht ihr die Bürsten jetzt im Detail und wie ihr erkennen könnt, ist hier noch eine ganze Menge an Laich drauf, den sich natürlich jetzt die anderen Koi holen möchten. Ja. Im Prinzip ist es dieses Jahr sogar besser gelaufen als letztes Jahr, denn die Koi haben eigentlich ausschließlich an den Laichbürsten abgeleicht. Einziger Wermutstropfen ist jetzt eben, dass sie schon wieder ziemlich viel davon abgefressen haben. Man wird aber dann sehen, wie viele da noch hochkommen. Jetzt habe ich den Laich herausgenommen und in dieses Fass zwischengelagert. Damit der Laich nicht kaputt geht, habe ich jetzt eine kleine Belüfterpumpe angeschlossen und ja, so denke ich, kann man das Ganze ein paar Stunden aufbewahren. Ganz wichtig nach dem Ableichen ist, wie jedes Jahr, einen großen Wasserwechsel durchzuführen. Aktuell lasse ich einfach noch ein bisschen Frischwasser in den Teich laufen und heute Abend werde ich dann den Filter reinigen und dann nochmal etwa 10-15% Wasser direkt wechseln, damit es hier nicht zu einem Sauerstoffmangel kommt, aufgrund des hohen Nährstoffeintrags durch das Ableichen.
Es ist jetzt einen Tag her, dass die Fische das zweite Mal abgeleicht haben. Und ich möchte euch heute den Laich zeigen. Dieses Becken habe ich im Prinzip frisch aufgestellt. Der Filter, der hier angeschlossen ist, dient eigentlich dazu, meine Zwischenhälterungsanlage zu filtern. Hier habe ich die restlichen Nachzuchten von letztem Jahr, die ich noch nicht verteilt habe, beziehungsweise die ich noch nicht verkauft habe. Und hier habe ich einfach nochmal diesen IBC zwischengeschaltet. Hier läuft im Prinzip direkt das Wasser aus dem Filter in den IBC. Und hier unten am Auslass vom IBC habe ich ein DN50-Rohr angebracht. Ich habe hier auch den Verschluss entfernt. Das heißt, ich kann hier den Hebel bewegen und es ändert sich nichts am Durchfluss. Dadurch habe ich erreicht, dass wesentlich mehr Wasser durch den Anschluss geht, da der sich hier ja relativ verjüngt. Ja, und hier ist dann im Prinzip ein DN50-Rohr, was in das Hälterungsbecken fließt. So, hier habe ich dann wie gesagt die Laichbürsten vom zweiten Tag eingebracht. Diese waren auch relativ gut mit Eiern besetzt. Und ich habe noch dieses Stück Quadenalge hineingegeben, da auch extrem viele Eier drauf waren. Problematisch war es dadurch, dass ich das Becken erst frisch aufgestellt habe und befüllt habe, hatte es eine relativ niedrige Temperatur. Also ich hatte hier ungefähr 18, 19, vielleicht 20 Grad. Im Teich aber die besagten 25, vielleicht auch 25,5 Grad. Und ich habe nicht bedacht, dass der Laich diesen Temperaturunterschied vielleicht nicht gut verkraftet. Dementsprechend habe ich am Abend eben die Laichbürsten und die Fadenalgen hier eingesetzt. Und am nächsten Tag habe ich dann festgestellt, dass fast alle Eier verpilzt sind. Da bei meinem Bekannten, der den Laich vom ersten Tag hat, da bei ihm kein einziges Ei verpilzt war zu diesem Zeitpunkt und die Eier ja aber eigentlich schon einen Tag älter waren, gehe ich wirklich davon aus, dass sich durch diesen krassen Temperaturunterschied die Eier wahrscheinlich zerstört habe aus Versehen. Mittlerweile ist es Freitag. Die Fische haben am Dienstag abgeleicht. Und ja, man sieht, hier ist einmal alles voller Schaum. Und die Eier sind entweder schon gar nicht mehr intakt oder eben stark verpilzt. Ich habe das Ganze jetzt trotzdem im Becken belassen, da ich hoffe, dass zumindest ein kleiner Teil der Eier noch unversehrt ist. Ich werde jetzt einfach das Wochenende abwarten, ob die kleinen Fische schlüpfen. Und wenn nicht, werde ich es einfach nochmal versuchen und die Laichbürsten nochmal in den Teich geben. Vielleicht laichen die Fische ja nochmal ab. So, das ist auch schon so ziemlich alles zur Aufzucht 2018 bis jetzt. Wenn dann die Fische anfangen zu schlüpfen, ob jetzt bei mir oder bei meinem Bekannten, dann werde ich euch natürlich wieder auf dem Laufenden halten und ein kurzes Video posten, wie es weitergegangen ist. Und falls nicht, dann werden wir sehen, ob ich die Fische nochmal zum Ableichen bekomme, da ich auf jeden Fall noch dicke Weibchen habe. Sollte das eigentlich möglich sein. Man muss dann halt gucken, da es ja jetzt schon gegen Ende Juni ist, ob sich die Fische dann noch ausreichend entwickeln können. Ansonsten werde ich einen kleinen Bestand eben warm überwintern und den Rest dann wahrscheinlich an die Barsche verfüttern müssen. So, ich hoffe, euch hat dieses kurze Video gefallen. Falls ihr keine Videos mehr von mir verpassen wollt, dann könnt ihr den Kanal, wie eingangs erwähnt, gerne abonnieren. Und falls ihr wirklich kein Video mehr von mir verpassen wollt, dann könnt ihr anschließend auch noch die Glocke aktivieren.
dann bekommt ihr eine kurze Nachricht, wenn ich etwas Neues hochgeladen habe. In diesem Sinne, euer Chris von Chris Coin Garden Blog. Ciao.